Da ist er wieder. So. Und das Ding ist immer noch zu. Aha. 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 Nix passiert. Was war so? Nix passiert. Gut. Dann machen wir eine andere Quest, würde ich sagen. Das da. Wieder mit der Schattenstadt. Bin ich jetzt? Hä? Immer noch da, okay. Level up hier. 23. Boah, ist machbar. Aber sowas von. Deaktiviere die Sicherheitsterminals. Ah. Eins. Zwei. Und lass mich raten, hier gab es doch bestimmte Bonusquests dazu. Ja, wow. Wow.
Die haben wir hier. Was? Wo kommst du her? Tja, selber schuld. Öffne die Sicherheitstür. Shit. No, nee. Besorge die Schädelbombenpläne. Ja. Ach, nee, falscher Knopf gedrückt. Schön. War eine Sith, gegen die ich gekämpft habe. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Zwei von acht. Drei von acht. Oh!
Ich habe alles erledigt. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. So, war da auch einer? Da war natürlich auch einer. Sechs von acht, schön. Den sein Geschnatter, Alter, das ist... Holy, Alter. Boah. Hm? Okay. Warte mal. Natürlich sie... Ah. Was noch mehr? Leute, da stand ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Okay. Wie? So. Wie sind so. Hier Grasbüschel? Warum nicht? Weil das hier keinen Sinn ergibt. Und warum schweben die in der Luft? Ich hinterfrag's mal lieber dich. Zu spät. Ist die gleiche Situation mit der Frau, die vor mir gespielt hat. Ah, da geht viel Angriffskraft flöten. Bei der hier glaube ich auch. Ne, Absorptionswert geht weg. Aber dafür habe ich Verteidigungswert. Mehr Ausdauer. Okay, dann ziehen wir die einfach mal an. Das ist das einzigartige Schwebegras, das nur an dieser einen Stelle wächst, wegen der Blöcke. Ah! Ist halt schon lustig. Fahr mal dein Gerät ein. Okay, hier sind wir fertig. Kann ich wieder? Nö. War wohl nicht meine beste Arbeit. Dann streng die Schmerzen, Frau. Ja, ich verheirate dich jetzt, Kira. Welche Mission hattest du eigentlich gemacht? Weißt du das noch? Die von Teil von 5 oder die Gefängnismission? Die Gefängnismission. Okay, ich mach gerade die auf Teil von 5 und die ist ehrlich gesagt nicht so schwer. Aha. Selbst also, die fortschrittlichsten Drogen. Mach weiter, mach weiter. Du hast keine Tasche aus Schimmerseide machen. Warum? Ich verspreche mich nächstes Mal. Nö, ich spoiler nicht, mach weiter. Okay. Ja, ich werde weitermachen. Das kam mir halt komisch vor, weil wenn wir dieselbe haben und du die ganze Zeit so stöhnst und sagst, funktioniert alles nicht, ist alles kacke. Hey, ich habe nie gesagt, dass es nicht funktioniert und kacke ist. Ja, dass es zu schwer ist. Das. Mir fehlten gerade die Worte. Wie gesagt, mach weiter.
Da hoch will ich jetzt, damit ich den Quark hier aufgedeckt habe. Trotzdem will ich wissen, was ich für Startercon brauche. Hier muss es doch rein theoretisch irgendwo was geben. Und zwar nicht so. Doch, das hier oben, der Jedi-Gefangene. Der Flashpoint. Das wird euch gefallen. Da, was haben wir denn da drin? Wow. Kira ist jetzt verheiratet. Leichtgläubige Opfer. Das passt zu Kira. Und jetzt verheirate ich den hässlichen Drogen. Ja, ist nicht so schlimm. Ich denke mal, ich könnte ja dann... Ich wollte eigentlich Google fragen, aber ich höre schon wieder das Nächste. Ja, hier oben ist irgendwo noch eins. Ja. Wie komme ich da hoch? Hä? Okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Warum ist das hier offen? Was gibt's denn hier unten? Ah! Hä? Jetzt habe ich das hier unten gehört. Bin ich bescheuert? Nee, das ist hier oben. Okay. Da. Hier kommt man nirgendwo hoch. Doch! Haha! Ich. Transportmittel sind hier leider nicht erlaubt. Schon das dritte, was ich hier gefunden habe. Cool. Ihr habt in Datacon entdeckt, eine uralte, von unendlich reich an Technologie. Dieses Exemplar ist immer noch aktiv. Scheiße, ich kann die so schnell lesen. Jetzt ist es weg. Vielleicht könnt ihr noch mehr finden. Was habe ich jetzt bekommen? Das stand nicht dabei. Und das hat aufgehört zu blinken. Die anderen blinken ja noch weiter. War das irgendwas Besonderes? Jetzt blinkt das wieder, hä? Schon wieder. Datacon, vielleicht könnt ihr noch mehr finden. Okay, und warum geht das hier oben weiter? Nein! Du hast aber auch noch ein zweites. Ich hab's nie gedacht, dass dort noch ein zweites Fenster weiterging. Oh.
da schon sowas gemacht? Ist ja dann schon das 1, 2, 3, wenn es da noch eins gibt, das vierte. Scheint sie doch mehr als 5 zu geben. Hä? Ich war unsichtbar. Cool. Nein! Mann! So, alle guten Dinge sind 3. Ich hasse Jump'n'Runs. Ich bin einfach nicht geboren für den Quark. Obwohl, da finde ich, es gibt ekelhaftere Spiele für Jump'n'Runs. Minecraft. Nee, ich habe da eher an sowas wie Raft gedacht. Halt die Klappe! Ey komm, ich bin doch selbst in die Scheiße reingeplumpst. Das war eine ehrliche Meinung, dass das Kacke war. Jetzt bin ich zu weit gesprungen! Alle guten Dinge sind 4. So, Kaffee hilft. Oh Mann, ey, wo haben wir noch Jump'n'Runs? Außer Raft. Beschissene Jump'n'Runs? Move or Die? Sind allgemein. Hab ich Move GTA? Or Die? Nein. Gut. Wolltest du dir unbedingt mal holen. Aber nicht wegen den Jump'n'Runs, sondern weil du spielen wolltest. Na Mann, das hab ich doch. Aber wir haben nicht gespielt. Ich muss jetzt mal ganz kurz raustappen. Bla 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 bla. Little Nightmare, Lust for Darkness, Lust from Beyond, Lust from Beyond, Lust for Valley, Midnight Ride, Miss Survival, Move or Die, doch hab ich. Okay. Warum haben wir es noch nie gespielt? Ja, was fragst du denn nicht das? Du kannst Fragen stellen. Ah, ich weiß, wo noch. Wo noch so fuck. Kackräudige Jump'n'Runs sind. Die Young. Na gut, das habe ich nie gespielt. Es ist, das Spiel an sich ist schon richtig geil. Aber ich will halt auch nicht spoilern für die, die es vielleicht noch spielen wollen. Mann, schon wieder? Was soll denn das? Alter, ich... Das ist gerade genauso beschissen wie bei Dayang. Wenn du nicht richtig springst, landest du wieder ganz weit unten. Der wievielte Versuch ist das? Der fünfte? Irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Und dann lohnt es sich auch später nochmal neu anzufangen. Wie sprinten aus? Du meinst, dass ich normal laufe? Es gibt doch nur W drücken. Nee, seitlich. Okay. Ah, schade. Ich dachte, man kann auch seitlich rennen.
Wo hab ich das hingeschoben? Steuerung. Tastenbelegung. Ah, hier Bewegung. Sprinten aus. Oh. Falsch. Auf P unten bei Jedi Ritter. P. Jedi Ritter sprint. Ah, danke. Für was war jetzt O? Ah, lol, für die Freundesliste. Der hat einen Doppelsprung gemacht, der Hustensohn. Du hast einen Doppelsprung gemacht. Ja, der ist oft. Der ist oft gekommen und hat gleich nochmal Bautis gemacht. Ganz clean. Ich verstehe das Spiel manchmal überhaupt nicht. Ach, und da ist wieder. Oder bist du drauf geblieben? Nee, ich bin wieder runtergeplumpst. Jetzt darf ich natürlich wieder hier kämpfen, weil die Typsies alle respawned sind. Schön. Ihr hättet nicht respawnen sollen, ganz einfach. Dann würdet ihr noch leben. Wenn sie nicht respawnen würden, würden sie auch nicht leben, weil sie ja dann gar nicht leben, hä? Na doch, dann wären sie noch im Imperium irgendwo in der Entwicklungsfabrik. Ist jetzt mein 6. Versuch. Oder 7. Bin schon wieder unsichtbar. Da bin ich wieder. Unsichtbar. Da bin ich wieder. Unsichtbar. Da bin ich wieder. Ist das geil. Ja! Ja! Wie geht's weiter? Nein. Warte. Nee, oder? Geht das überhaupt? Lol, das geht. Ich hör's, aber... überhaupt so hoch? Ja. Hä? Ah, haha! Hier ist ein Fahrstuhl. Aber kein Datacron. Dahin. Aufzug. Warte mal, ich mach erstmal Sprinten wieder an. So.
Okay, wo bin ich jetzt? Ich hoffe, hier kommt kein Monster. Jo, das ist dann das vierte. Und wieder Beherrschung. Schön, schön. Dann kann ich ja jetzt. Was mache ich denn jetzt? Die war so kacke, damit ich verreckt. Erbeute die Zugangskarte davon. Töte die Infizierten. Labortiere besiege den infizierten Xenobi-Streitkräfte. Das hört sich schon schwer an. Wir machen mal das da. Scheiße, ich wollte dort noch das Stück aufdecken. Ich Vollhorst. Ach, ich bin immer noch. Ah, okay. Passt ja. Ne, ich geh da rein. Ach, Gefängnisdatenbank habe ich ausgewählt. Ich wollte schon sagen, ich habe vergessen, was ich für eine Quest ausgewählt habe. Eins von 35. Ach ja. Da doch einer. Es ist falsch mit dem. Halt dich da mal raus. So.
Oh. Oh mein Gott, bin ich müde. Nochmal! Scheiße. Das war mal wieder knapp. Also, nee. Warum ist das hier alles so kacke? Ach, dann nimmt er wieder keine Geschenke an, der Dulli. Vielleicht. Arschen oder was? Oh,
sind denn das für Dullis, Alter? Warum bin ich so schwach? Zu heulen, ey, das ist nicht mehr normal. Alter Schwede. Eigelb, Reiter des Mahlstroms. Das ist neu. Okay. Ich bin gleich wieder da und will mich doch verarschen, oder? Ich verstehe das nicht. Ich habe 2 Quests abgeschlossen. Eine mit Billow-Gegnern und eine mit noch stärkeren Gegnern. Und ich habe das geschafft, ohne zu verrecken. Jetzt habe ich 2 Quests gemacht, wo ich fast nur am Verrecken bin. Was sei, weil du einen Kira weggeschickt hast oder einen anderen Pferden genommen? Der andere macht ja viel mehr Damage. Und ist auch besser am Heilen, habe ich mitgekriegt. Ich werde es ja selbst dann erleben, wenn ich da bin. Das wird dann auch sehr interessant. Ich verstehe das nicht, ey. Ist es eine Nebenquest oder eine Hauptquest? Nebenquest. Ich mache immer erst die Nebenquest. Die Hauptquest kommt immer zum Schluss drin bei mir. Natürlich muss ich hier auch wieder kämpfen. Obwohl ich nur oft decken will. Oh, komm schon. Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus.
Dann fahren wir erstmal die ganze Map aufdecken. So, hiermit haben wir es mal fertig. Ich werde den Alto dann aber mal auf Damage stellen in der nächsten Quest. Ich mache mich gleich dran. So, hier unten geht's nirgendwo weiter. Warum ist das hier noch komplett unaufgedeckt? Das irritiert mich jetzt genauso. Östlicher Aufzug. Nein, da gehe ich nicht hin. Schattenzuflucht. Nein, da gehe ich auch nicht mehr hin. Labortiere. Das wird doch genauso eine Quest sein, wo hier alle Level 25 sind und 20% mehr Damage machen als ich. Ich fahre wieder zurück zum Aufzug. So. Leck mich fett. Oh, warte mal, gibt es hier noch irgendwo eins? Das sieht halt voll danach aus, als ob hier irgendwas versteckt wäre. Da oben. Da leuchtet. Aufzug. Hä? Warte mal, was ist das denn? Okay. Das muss ich mir doch mal genauer angucken. Oh, hier. Ich höre schon wieder eins. Ja, diese Helden plus 2 Quests ist auch eigentlich 2 Spielerquests. Ja. Aber. Ja. Bis jetzt habe ich die aber auch immer alleine gemeistert. Aber ich höre hier schon wieder. Da habe ich irgendwo schon wieder ein Datacron gehört. Warte mal, ich nehme jetzt erstmal den da. Brennraum. Oh, warte mal, der Brennraum. Das stand doch auf diesem Dingsbums da bei dem Inholokron, was eingesperrt ist. Muss ich das anklicken und dann hierher und machen und tun? Weil ich höre hier halt ein was? Ein Holokron. Warte mal, wo war denn das eine Ding? Wow. Wow, man sieht voll viel. Weil da ist gar nichts. Ich muss danach googeln wegen diesem Holokron. Das ist mir ein bisschen zu hoch gerade. Ich wollte nach da hinten. Ich höre das genau hier. Das ist unter mir.
Vielleicht so wie auf Taris, dass man unterirdisch in irgendeiner Nebenquest dorthin kommt, bei einem Seitenangang. Nee, ich denke eher, das hat was mit diesem Ding zu tun. Was ich vorhin gefunden habe, wo das Holocron eingesperrt ist, da lag ja noch so ein Datapad und da stand noch was mit Brennraum drauf. Das wird eher damit was zu tun haben. Problem ist nur, wie komme ich jetzt dahin und was passiert, wenn ich das anklicke und dann woanders hinfahre? Ob sich das dann zurücksetzt, weil ja, sonst muss man das auch wieder zu zweit machen. Ey, warte mal, hä? Ich will von hier wegfliegen und nicht irgendwie... Ach, leck mich doch, ey. Ich verstehe das hier alles nicht mehr. Ach ne, wo bin ich denn jetzt? Hier ist halt auch wieder nichts aufgedeckt. Ja, da lang muss ich. Sag mal, machen meine Sklaven was? Nö, war klar. Endlich vertraut ihr mir eine Aufgabe an. Fast alles aufgedeckt. Schön. Jetzt kann ich mir das auch mit dem Ding vorstellen. Man öffnet drei unterschiedliche Sachen. Bei der dritten Sache wird dann auch das Ding sein, was du brauchst, um ans Datacron zu kommen. So könnte ich mir das jetzt tatsächlich vorstellen. Ja. Anders geht das ja nicht. Wieso bin ich jetzt im Industriesektor, wenn ich die ganze... Ich verstehe diesen ganzen Planeten gerade irgendwie nicht. Hä? Lichtschwert! Nö, no credits. Wow. Da lang. Wenn ich dahin fahre, wo bin ich jetzt? Bin ich immer noch dort? Hä? Das wird euch gefallen. Boah, diese Welt, die macht mich kaputt. Die schafft mich echt noch.
Ihr werdet euch wundern. Und wie weit bist du schon? Sagen wir so, ich habe schon mal den Weltenboss besiegt. Aber das dauert alles. Wie hast du den besiegt? Draufkloppen. Einfach nur draufkloppen. Der macht kaum Damage, hat aber gefühlt 35.000 Leben mindestens. So ein riesen Roboterviech? Ja, mit so einem komischen Sternchen oben. Also nicht dieses Boss-Teil, sondern im Namen noch so ein Sternchen. Einfach so ein riesen Roboter, ja. Teil, der vorne im Tor stand, ja. Aber in keinem Gebäude war der drinne. Nee, der war vor einem Gebäude. Okay, dann bist du noch nicht so weit. Ich dachte, du hast was anderes gemacht als ich. Das war das gleiche, aber... Ja. Ich stehe jetzt vor 4 Verteidigungsgeschützen und einem General Edeka. Den ich angreifen will, der ist jetzt auch ein Boss. Edeka? Was willst du dort? Willst du dir Cola holen? Da heißt du. Und das weißt du genau. Da lang. Ich halte schon gar nicht mehr aus, schon nach Datacrons. Ich stecke hier einfach nur oft gerade, ey. Ist ja schlimm, andere Seite komme ich rein. Ja. Ich hab grad irgendwie 20 Minuten für einen FP-Boss gebraucht. Ja gut, 20 Minuten habe ich nicht gebraucht, ich habe so 10 Minuten gebraucht. Flashpoint. Ja, überlegen, was FP, was bedeutet das jetzt? Aber du bist online, du wirst mir nicht mal angezeigt, dass du online bist. Nee, du bist offline. Ich bin offline? Ach, oder spielst du über einen anderen hier Typ C? Nö. Nein, nicht du. Ich rede da nicht immer mit dir. Ah gut, du bist nicht so wichtig, dass man immer mit dir redet. Anaraka, okay. So, wieder alles aufgedeckt. Yay! Auf zum nächsten Gebiet. Und hier... Warum mache ich mir die Arbeit, wenn hier die große Map überhaupt nicht aufgedeckt wird? Warum? So. Okay, da komme ich nicht rein. Dann zum nächsten Dingelding fahren. Von wo bin ich gekommen? Ich glaube vom Aufzug. Ja, unteres Büro. Ne, warte mal, ich bin von da gekommen. Aufzug? Forschungsabteilung. Der war ich doch auch. Ja, der war ich auch noch nicht. Hä? Sag mal, wie viele Ebenen hat denn hier eben so ein komisches Ding? Oh, und ich stelle die gleiche Frage wie beim letzten Mal. Wo kriege ich scheiß Lichtschwertkristalle her? Ich will eine andere Farbe haben. Welche Farbe hast du denn? Hässliches Blau. Also, ich bin mit meinem Gelb voll zufrieden. Da, Ibis-Gelb.
Vor allem, warum wechselt das Gelb eigentlich nicht? Ich habe die ganze Zeit neue Lichtschwerter und tue die rein, ich habe aber immer Gelb. Muss ich nicht verstehen. Du hast neue Lichtschwerter? Ich kämpfe immer noch mit meinem Standardschwert, was ich immer neu aufrüste. Die neuen Lichtschwerter sind dir für den Arsch, da kannst du gar nicht reinpacken, die ich kriege. Ich kann da auch nichts reinpacken, ist mir auch schon aufgefallen, aber sie sind deutlich besser. Und dann hast du einfach ein scheiß Lichtschwert zum Anfang bekommen. Ich rüste meins auf und das macht ordentlich Damage mittlerweile. Mein eines war 150. Ich hab ja beide ausgerüstet, ich hab keine Ahnung, wie sich das verhält. Das halt ja, du hast ja uns wenig Schwerter. Ja, das weiß ich halt nicht. Dadurch machst du automatisch schon mehr Damage als ich. Ich hab ja nur ein Lichtschwert. Da lang, genau. Ich kann hier gerne bei den zwei Spielern Missionen helfen. Ja, heute nicht. Ich versuch's dann später nochmal oder ich mach irgendwas anderes. Mal gucken. So richtig Bock habe ich heute sowieso nicht, deswegen war ich auch nicht so lange streamen, weil ich die Nacht kaum gepennt habe. Meine Tochter hat mich wach gehalten. Ja. Ich musste sie die Nacht zu mir rüberholen, weil Bett war nass. Und die hat mich dann einfach nicht schlafen lassen die Nacht. Die kam entweder an und hat ja, ihren Arm um mich gelegt oder hat mich gehauen. Und ja, ich habe schon ein großes Bett. Und die macht sich fett wie für zwei. Das ist schlimm gewesen heute. Ich bin dann... Ich bin, wann bin ich ins Bett? 23:30 habe ich sie geweckt. 0:30 bin ich ins Bett. 5:30 musste ich aufstehen und von den 5 Stunden habe ich 2 Stunden gepennt. Oh wow. Da weißt du ja Bescheid, wie ich heute Vormittag hier oder heute früh in der Küche stand und Frühstück gemacht habe für die Kiddies. Mhm. Aber die zwei Spielermissionen sind auch Dailies und deshalb nicht so wichtig. Oh. In die Richtung wollte ich jetzt gucken, wo ich da ankomme. Warte mal, bin ich nicht von... Bin ich von hier gekommen? Doch, da bin ich gekommen, ich muss da lang. Oh, ich bin doch so ein Idiot. Was ist denn los? Ich gehe den ganzen Weg zurück und merke nicht, dass da ein Riesenschild für Ausgang steht. Flashpoint-Ausgang. Ich bin einfach alles zurückgegangen. Hast du den Boss nicht gelegt, oder wie? Ja, doch. Ich bin fertig damit. Aber anstelle dann das Teil zu verlassen, bin ich einfach zurückgelaufen. Wie man aus jedem anderen Dungeon rausgeht. Wie hast du jetzt den anderen Boss gelegt? Der Druide hat Tank, meine Freundin hat Heiler und ich habe halt drauf geklopft. Hä, wie? Du bist mit zwei Sachen da rein. Eigentlich nur mit meiner Freundin, aber ich hatte so einen Sicherheitsdruide die ganze Zeit begleitet. Ja, okay. Du hast einfach nur auf den drauf geklopft? Ja. Okay. Und halt einmal, wo ich Halbleife war, vorsichtshalber ein Medi genommen. Okay. Oh. Ich hab das nie geschafft. Okay. Entweder bin ich down gegangen oder ich bin down gegangen, weil der nie Damage gekriegt hat, weil du irgendwas machen musst normalerweise. Weil nur draufkloppen ist ja bei dem nicht. Dir wird ja gesagt, du sollst irgendwas machen. Ne, bei mir nicht. Bei mir wurde einfach nur der Mob als... Sicherheitsdruide. Wurde einfach nur der Boss dahingestellt und wie jeder andere klatschen fertig. Da gab's keine Aufgabe bei mir. Aber das war ein Raum mit 4 komischen Säulen drin, oder? 10 Sekunden, ich verstehe kein Wort gerade.
So nochmal bitte, Entschuldigung. Aber das war so ein merkwürdiger Raum, wo du in jeder Ecke so eine komische Säule hattest. Nicht wirklich. Ich kann dir gerne Screenshot mal von einem Raum schicken. Ja, warte, ich muss jetzt zuerst mal... Ja, das... Nee, ich kämpf nicht, ich hab keinen Bock. Ich muss kämpfen, damit ich den Kleider benutzen kann. Ja. Nö, mit dem kämpfe ich nicht. Dann kriegt der kaum Damage. Was ist denn das? Oh, jetzt kommt er von der Seite. Hä, was ist denn das für eine Scheiße, dass du hier auf solchen Dingern auf immer Gegner hast? Mann, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel gerade, ey. Mir vergeht gerade so die Lust drauf. Willst du zu einem scheiß Transporter, ist der umzingelt von feindlichen Druiden, die mich runterbauen? Alter, jetzt geht's langsam los. Und jetzt ist die Scheiße auf einmal grün, hä? Jetzt ist das ein republikanischer... Ich mache eine ganz kurze Pause und gehe eine rauchen. Weil das ist gerade richtig Abfuck. Ich hab dir den Screen aufgeschickt. Jo, guck ich mir gleich an. Jo.